Wo ist das nächste Gefühl? Ach nee, da ist er schon. Allein. Verträumt. Ja, verträumt bin ich auch relativ oft. Aber zumindest nachdenklich. Das ist eigentlich eher so eine Nachdenklichkeit, die aber ich denke halt öfter mich in andere Welten hinein, in ganz andere Welten. Und ja, es korreliert eigentlich mit Unkonzentriertheit, was gleich das nächste ist, weil dieses Abschweifen und so, das ist ja eigentlich Träumen. Das ist Abschweifen ist ja in andere, nicht Welten, das ist jetzt ein zu großes Wort, aber in andere Gedanken zu verfallen, zu verträumen und sowas. Also erzähle ich mal über die Unkonzentriertheit, das ist nämlich mein allergrößtes Problem, eigentlich schon in meinem ganzen Leben. Und zwar kann ich, wie Nati das in ihrem Video auch schon beschrieben hat, was ich auch verlinken werde, weil ich es ziemlich interessant fand, mich nicht konzentrieren kann auf Dinge, die zwar wichtig sind, aber mein Gehirn eben nicht für wichtig ansieht. Und das sind zum Beispiel, das war zum Beispiel in der Schule natürlich oft so oder fast immer so, zu sagen wir mal 97%. 3% fand ich interessant, 97% fand ich totaler Crap und sinnlos. Sage ich ganz ehrlich. Was aber für jeden auch anders ist. Und da konnte ich mich einfach nie drauf langfristig konzentrieren. Und ja, aber irgendwann muss man halt mal irgendwas hinkriegen, um überleben zu können, sag ich mal so. Und ja, ich kann mich noch nicht mal darauf konzentrieren jetzt. Weil ich das nämlich auch langweilig finde, irgendwie darüber zu reden, komischerweise. Ich scroll mal hier. Ja, das sind. So lange wird das doch. Also zwei Parts sind es mindestens. Ja, ich habe jetzt diese Unkonzentriertheit jetzt auch wieder. Ja, das ist das große Problem, weil ich versuche mich dann auf Dinge zu konzentrieren. Ich muss jetzt wieder das Beispiel Mathematik nehmen. Und sehe dann halt aber wieder den Zusammenhang nicht, warum das wichtig ist und ja die Beziehung zu der Umwelt von gewissen Problemen, die gerade erklärt werden oder Lösungen halt. Und dann, wenn ich keinen Bezug dazu habe, dann finde ich das nicht nur langweilig, sondern ich kann es nicht verstehen. Und das weiß ich dann im Vorhinein schon. Beziehungsweise ich sehe keinen Sinn darin, wenn ich irgendwas nur kenne für sich und nicht weiß, wo ich das anwenden soll. Oder wie ich das anwenden soll oder mit welchem Sinn man das anwenden kann, sondern nur es für sich selber macht. Und das ist Mathematik eigentlich komplett, wenn man nicht gerade für ein anderes Fach wie Physik oder so oder Biologie das lernt. Und wenn ich halt nicht diesen direkten Bezug sehe, dann. Und das dann halt nicht verstehe oder den Sinn nicht sehe, dann kann mein Gehirn sich darauf nicht konzentrieren. Und auch wenn Sachen langweilig erscheinen, also nicht so eine. Und langweilig für mein Gehirn ist halt das, was halt nicht diese direkte Belohnung sozusagen riecht. Das Gehirn riecht eine direkte Belohnung, wenn ich bei der Anwendungsaufgabe, mathematischen Aufgabe dann weiß, aha, in dem Teilbereich Mechanik und sowas brauche ich auf jeden Fall diese Mathematik, um das ausrechnen zu können. Und oder halt diese Technik, diese mathematische Technik. Und oft wird aber einfach erst nur beigebracht, diese Mathematik machen, und dann später erfährt man erst, dass man das da und dafür braucht, oder man übt das gar nicht mit Anwendungsaufgaben, und dann riecht man hier nicht diese direkte Belohnung und kann sich dann. Dann sieht das einfach nicht ein, das zu lernen, weil wofür? Und da kann ich mich einfach aus biochemischen Gründen, wie mein Gehirn einfach grundsätzlich funktioniert, durch die ADS nicht dazu
durchringen, also zumindest nicht dauerhaft. Und weil ich das auch nicht dauerhaft kann und das weiß, dass ich das nicht dauerhaft kann, weil ich schon öfter gescheitert bin, kann ich mich auch nicht mehr so aufraffen, das überhaupt anzugehen, solche Dinge. Und das ist dann halt wirklich mein großes Problem. Weil das, wenn Wissen, also wenn das gleiche Wissen, ich habe kein Problem damit allgemein halt zu lernen, nur die Methodik, wie gelernt werden soll, die finde ich veraltet und damit funktioniert mein Gehirn einfach nicht, sage ich mal so. Ich könnte das gleiche Wissen lernen, wenn das einfach anders beigebracht werden würde. Und bei meinem letzten Studiengang Informatik war das sogar so, dass ich das Gefühl hatte, dass sie es sogar irgendwann gemerkt haben und langweilige Aufgaben in Informatik, die einfach nur hießen, schreibe den Algorithmus und mache diese und diese Technik und sowas, haben die irgendwann geändert, komischerweise. Und also mitten im Studium. Und haben die Aufgaben dann eingebaut in Anwendungen, wie zum Beispiel von einem Raketenstart oder sowas. Dann musste man das und das machen, damit das und das funktioniert. Und das hat mich dann auch extrem motiviert. Und hatte ich dann auch immer alles richtig. Und das. Aber leider ist das halt nicht immer so, dass das anwendungsbezogen ist. Und das ist dann mein großes Problem. Ja. Ich muss jedes Mal gucken, weil ich auch gerade runtergescrollt habe. Sexy. Wenn ich mich richtig satt gegessen habe, hört sich jetzt mal komisch an, es geht noch weiter, und ja, dann so einen Mittagsschlaf gehalten habe, dann ist man so richtig ausgeruht und frisch halt. Ja, und nach Sport, wenn das ganze System so richtig gepumpt hat und aktiv war, ja, dann fühle ich mich so. Eigentlich gar nicht mal so selten. Schwäche eigentlich immer durchgehend, besonders aber in meinen Träumen, wo ich mich besonders wenig gegen andere Leute emotional wehren kann. Also ich fühle mich emotional einfach schwach, weil ich einfach extrem übersensibel bin. Und ja, man macht da deswegen meine Sozialphobie da auch immer noch zu schaffen. Auch besonders aus dem Grund, weil ich schon so viel allgemein gekämpft habe und erreicht habe, aber es trotzdem nicht schaffe, eine so eigentlich simple, selbstverständliche Sache zu schaffen, sich zu schützen oder das nicht an einen ranzulassen oder wenigstens dagegen zu halten. Also der einfachste Weg ist für mich jetzt wirklich sogar dagegen zu halten, obwohl das für mich eigentlich nicht der optimale Weg ist. Der optimale Weg wäre es, nicht an sich ranzulassen. Obwohl der suboptimalste Weg wäre, sich einfach nur abzuschotten, das wäre der suboptimalste, dagegen zu halten, ist so der Mittelweg. Aber ja, um das zu schaffen, muss ich eigentlich immer voller Energie sein und das bin ich häufig nicht. Aber dafür muss ich halt voll da sein, um das mich da sozusagen gegen wehren zu können. Stolz habe ich eigentlich immer, da ich, wie gesagt, meiner Meinung nach sehr viel schon geschafft habe und einige Fähigkeiten entwickelt habe und stark verbessert habe und Wissen und Weisheit angesammelt habe. Das ist halt meiner Meinung nach alles und meine Talente größtenteils erkannt habe. Aber es gibt immer Talente, neue Talente zu entdecken. Und neue Schwächen auch. Stärke, also jetzt das Gegenteil von Schwäche gerade. Fühle ich mich nach Krafttraining, also allgemein nach Sport, fühle ich mich richtig stark. Besonders eben emotional. Aber noch viel mehr anstatt Krafttraining nach einem richtig guten Lauf. Da habe ich nämlich so richtig Energie, so richtig Power. Ja, ich habe jetzt Stärke einfach mal mit Power identifiziert. Egal. Stress, wenn ich jetzt in die Zukunft blicke, circa 9 Monate, wo ich dann 0 Geld mehr kriegen werde, also ja, vielleicht noch ja, 50 Euro Taschengeld immer noch von meinen Eltern, aber ansonsten nichts,
und dann auch hier nicht mehr leben kann. Und mir halt langsam einen Job suchen muss oder mir irgendwas anderes einfallen muss. Und das stresst mich sehr. Und sehr stresst mich halt auch meine Unkonzentriertheit, und dass ich deswegen ja im Studium nichts gebacken kriege und meine Zukunft einfach immer noch nicht mit 23 jetzt anfangen kann aufzubauen. Okay, Abitur zu haben ist natürlich schon mal ein Anfang, aber das habe ich jetzt schon 5 Jahre. Fünf? Ja, müsste eigentlich 2009. Oder war es 2010? Ich bin mir gar nicht sicher. Entweder habe ich es jetzt 4 oder 5 Jahre und habe immer noch nichts draus gemacht. Das stresst mich auch sehr, dass ich das nicht schaffe. Ich könnte es schaffen, wenn ich mich total verbiegen würde, aber das wird mir im Endeffekt null bringen. Dann bin ich einfach nur ein halber Zombie. Da habe ich zu viel Angst, dass ich dann nicht mehr zurückfinde zu mir selbst. Ungeduld, ja, habe ich 24 Stunden, 7 Tage die Woche, immer extrem. Vergnügen, wenn ich PC-Spiele spiele, YouTube-Videos gucke, Musik höre, Musik mache, Sport mache und manchmal beim Essen. Das vergnügt mich. Eigentlich könnte man auch sagen, Sozialkontakte, aber das vergnügt mich aus dem Grund nicht, weil mich das auch gleichzeitig extrem stresst. Vorsicht habe ich eigentlich immer sehr, ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch. Gleichzeitig gehe ich aber auch sehr stark nach vorne. Also allgemein gesprochen jetzt, also ich habe da beides, aber auch wenn ich halt sehr nach vorne gehe, ist das immer durchdacht, sage ich mal. Zumindest sagt mir dann vorher meine Intuition zumindest, dass das sinnvoll ist oder nicht. Das heißt nicht unbedingt immer mit dem Verstand durchdacht. Aber vorsichtig bin ich sehr. Zuneigung. Das ist ein schwieriges Wort, ein schwieriges Gefühl. Empfinde ich YouTube gegenüber und manchen YouTubern. Ja. Zorn. Zorn, Wut. Ja, Ungerechtigkeit allgemein. Ungerechte Behandlung. Egal, ob das ein kleiner Fall ist oder ein schwerwiegender Fall. Das kann ich überhaupt nicht ab. Ja, besonders auch Schwächeren gegenüber, also Tieren gegenüber, die sich nicht wehren können, die keine Stimme haben. Ist auch nicht extrem zornig und Politik. Wobei ich sagen muss, dass mich mein eigener Zorn aufregt. Nicht zornig macht, der regt mich auf, mein eigener Zorn, weil ich das suboptimal finde und es im Endeffekt nicht viel bringt. Also der bringt mich schon sehr stark nach vorne. Das ist eigentlich das, was mich bisher am meisten nach vorne gebracht hat und nach vorne getrieben hat und das halt sozusagen auf einer höheren Ebene nutzen kann, als Motivation und Energie und sowas. Aber ich finde es halt trotzdem nicht optimal, weil effizienter ist, wenn man das umwandelt in positive Gefühle, meiner Meinung nach. Zuversicht habe ich immer. Ich weiß nicht warum, das habe ich einfach angeboren. Ich meine, wie erklärt man das? Zuversicht. Also erstmal finde ich Zuversicht logisch, weil es ist so, wenn man Zuversicht hat, dann mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Wenn man Zuversicht hat, dann kommt, dann tritt das auch in Kraft, wo man wessen gegenüber man Zuversicht hat. Also ich krieg gerade die Grammatik einfach nicht hin. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also da, wo man zuversichtlich ist, das passiert auch besser, wenn man halt die Zuversicht hat. Und das ist dann halt so eine Tautologie schon wieder irgendwie. Also wenn man die Zuversicht nicht hat, dann ist es eben so, dass das nicht passiert. Und deswegen habe ich sie. Und ich habe es halt aber auch angeboren. Weil es bringt einfach nichts, nicht zuversichtlich zu sein. Das ist einfach unlogisch. Ja.
Langeweile, wenn ich null Energie habe, aber dennoch so viel Hyperaktivität in mir steckt, dann habe ich natürlich Langeweile, weil ich dann halt nichts machen kann, obwohl ich halt den Drang dazu habe. Leid, wenn ich im Konflikt mit mir selber stehe, was eigentlich dauerhaft so ist und kein Ende in Aussicht ist, oder halt sehe, dass der Weg extrem lang ist, aber ich so viele andere Konflikte noch habe und immer mehr hinzu kommen, dass darunter leide ich auf jeden Fall, weil es halt anstrengend auch, sehr anstrengend. Und dann weiß man auch nicht so wirklich, wo man steht und woran man an sich selber ist und sowas. Misstrauen habe ich eigentlich nie, weil ich nicht auf das Vertrauen von anderen angewiesen bin. Ja, das interessiert mich einfach ein Scheiß. Ratlosigkeit habe ich auch nie, weil es gibt immer Wege und es gibt immer was. Ratlosigkeit verstehe ich nicht. Hatte ich auch, glaube ich, noch nie gehabt. Eine Schadenfreude. Leute, die anderen eine Grube graben und selber hineinfallen, da habe ich auf jeden Fall Schadenfreude. Das heißt auf jeden Fall mittlerweile eigentlich auch nicht mehr so. Da tun die mir dann trotzdem auch leid. Weil Schaden immer schlecht ist. Egal wem es passiert. Geduld, weil daraus lernen die Leute ja nicht. Meistens. Sondern werden dadurch nur wütender und machen dann noch mehr, verursachen dann noch mehr Schaden. Deswegen ist da auch wieder so eine Logik hinter. Geduld immer, habe ich immer, auch wenn ich trotzdem immer ungeduldig bin. Aber ich bin extrem geduldig auch gleichzeitig. Besonders geduldig bin ich halt bei Tempoläufen oder bei Überdistanzläufen oder braucht man es einfach. Das ist auch bei mir wieder so eine Logik. Dann denke ich mir, ja, das brauche ich da jetzt, also habe ich das. Fertig. Ich denke da nicht mehr drüber nach, sondern es ist einfach nur wirklich dieses mechanische, das braucht man dafür, also mache ich das. Fertig. Das habe ich bei vielen Dingen wirklich so. Weil mir alles andere zu anstrengend wäre. Das irgendwie über Gefühle als Dingen abzuwägen und sowas und naja, weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Glaube, also ich glaube eigentlich nicht, also ich glaube null, aber ich kann aber gleichzeitig nicht sagen, dass ich Dinge weiß. Ich denke aber zu wissen, dass einige Dinge, die ich wahrnehme und bearbeitet habe, zwar nicht wahr sind und ich auch nicht weiß, aber in einem gewissen Rahmen, und zwar in dem Rahmen, den ich eben wahrnehmen kann, egal mit welcher Wahrnehmung jetzt, auch mit intuitiver Wahrnehmung, dass diese Dinge auf etwas hinauslaufen, wo ich ja auf genau das hinauslaufen oder wahrscheinlich auf das hinauslaufen, wovon ich denke, dass es hinauslaufen wird. Also es ist eigentlich dieses mit dem Verstand Dinge manipulieren, so dass man, dass die Dinge ergeben, wie man sie berechnet hat. Jetzt zum Beispiel die Mathematik fällt mir dazu wieder ein. Also ich gebe zu, dass ich diese Dinge noch nicht weiß, aber dass sie dann wirklich in meiner Wahrnehmung das, wenn ich die Dinge so und so mache, dass sie auch das und das ergeben. Aber da, ich gehe dann trotzdem nicht so weit zu sagen, dass ich die Dinge dann weiß. Aber ich glaube nicht, dass es das Interessante wahrscheinlich jetzt, dass ich allgemein nicht glaube, aber mich halt trotzdem als spirituell bezeichne. Aber Spiritualität ist für mich null Glaube, sondern einfach intuitives Wissen. Und auf ein Wissen, auf welches jeder Zugriff hat. Und der Beweis, dass es so ist für mich, ist, dass Leute, die sich selbst als spirituell fühlen, und so bezeichnen würden, etliche, also mehrere, ganz genau auf den Punkt gebracht, selbige Erkenntnisse komplett unabhängig voneinander erlangen und das nur aus sich selbst heraus, ohne sich dazu belesen zu haben und sowas, und dann halt aufeinandertreffen und dann genau die gleichen Sachen dazu erzählen. Das ist für mich dieses intuitive Wissen und das ist für mich Spiritualität. Und das ist Wissen und für mich kein Glaube. Ich will einfach nicht davon abhängig sein, irgendwas glauben zu müssen. Ich will Dinge wissen. Ja. Und ich verschließe mich da aber auch nicht vor Dinge, die nicht wissenschaftlich sind. Und ebenso begebe ich mich auch nicht zu sehr in Sumpf von Dingen rein,
die ich nicht für mich selber zumindest aus diesem intuitiven Wissen eben zumindest angedeutet wissen kann oder das Gefühl habe, man kann darüber ein Wissen erlangen. Also ich muss ja erstmal, wenn ich über Dinge noch keine Ahnung habe, aber sehe, die existieren oder andere Leute haben Wissen darüber, dann muss ich ja erstmal abschätzen können, ob man das wissen kann. Sei es jetzt intuitiv oder auf irgendeine andere Ebene. Also ich habe da auf jeden Fall dann, wie man sieht, eine andere Begriffsdefinition von Wissen als einige andere jetzt vielleicht. So, Freude. YouTube-Kacke-Videos, die machen mir so viel Freude. Und das ist für mich genauso wie die alten Cold Mirror-Synchros. Und sowas macht mir eigentlich am meisten Freude. Oder allgemein halt Humor, kann man sagen, wenn man es mal stark vereinfachen will. Und wenn ich sehe, dass sich Teile der Welt zum Positiven entwickeln und allgemein einige Leute oder einige Menschen auf YouTube machen mir Freude. Leute, die sich halt ordentlich Gedanken machen, auch allgemein, die sich gut selbst reflektieren, die sich Gedanken machen, keine willenlosen Zombies sind, versuchen, gute Menschen zu sein, Dinge zu verbessern, das macht mir extrem Freude. Allein auch schon aus dem Grund, um auf eines der vorherigen Gefühle zurückzukommen, dass man dann nicht alleine ist mit sowas. Und nicht halt alleine gegen den ganzen Scheiß kämpfen muss, sondern sozusagen Verbündete hat. Nehme ich zumindest so wahr, das macht mir auf jeden Fall extrem Freude. Freude. Feindschaft, deswegen bin ich auf Freunde gekommen, weil das das Gegenteil davon ist. Feindschaft habe ich nicht mehr so wirklich, weil ich der Meinung bin, wenn man effektiv gegen den ganzen Scheiß, der vorgeht, kämpfen will, dann, ja, also ich verbinde mich da mit jedem Menschen auf jeder Ebene, dieses halt zulassen. Auch Politiker oder sowas ist mir ganz egal, weil das sind alles Menschen. Und ich finde da, Liebe ist einfach das Effektivste, um gegen diese ganze Kacke anzukämpfen. Und das ist dann auch schon wieder so eine Logik. Es ist einfach so, dass das effektiver ist. Also bringt es nichts, Feindschaft zu hegen. Also mache ich es nicht. Fertig. Ich kann mich nicht komplett ganz rausnehmen. Also ich habe natürlich, man funktioniert teilweise wie ein Tier, ist einfach so. Und da brauche ich dann auch erstmal so ein paar Sekunden und manchmal sogar ein paar Minuten oder wird länger, bis ich dann halt wieder aus diesen, sage ich mal, Low Vibrations, also in diesen niedrigen Schwingungsbereich wieder rauskomme. Man hat auch mal einen schlechten Tag und sowas. Aber letztendlich finde ich es halt logischer, mit Liebe und Freundschaft zu agieren, also mache ich das. Und das Letzte ist jetzt nach 47 Minuten Ärger. Ärger habe ich, oder ich ärgere mich, wenn ich Chancen verpasst habe. Aber sonst wüsste ich jetzt spontan, also ich habe jetzt nicht zu allen immer was schon vorher aufgeschrieben, also spontan wüsste ich jetzt nicht, wo ich mich sonst ärgern würde. Ich ärgere mich eigentlich nicht wirklich oft, weil es eigentlich nichts bringt, sich zu ärgern, weil die Sache halt eh schon geschehen ist. Ja, also ich glaube, ich ärgere mich eigentlich gar nicht. Weil es einfach nicht. Ach doch, es bringt schon was, sich zu ärgern, finde ich, weil das Gefühl sich dann im Gehirn festsetzt und dann mit der Situation oder der Sache, worüber man sich geärgert hat, verknüpft wird. Und dann weiß das Gehirn in der Zukunft, mach das nicht, weil sonst ärgerst du dich. Und Ärgern ist ja ein negatives Gefühl, es wird also negativ damit verknüpft. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, denke ich mal, höher, dass man nicht nochmal diese Situation macht. Also bringt Ärgern eigentlich schon was. Außer wenn man sowieso sehr viel mit dem Verstand arbeitet und dann gar nicht auf diese, sage ich mal, in Anführungsstrichen tierische Verknüpfung angewiesen ist. Wenn man sowieso mit dem Verstand macht, dann ärgert man sich nicht, weil man halt weiß, dass es in dem Moment nichts bringen würde. Deswegen ärgere ich mich nicht, weil ich halt dieses Vernünftige sein will und sowas. Aber für Leute, die das nicht interessiert, sich auf diese Ebene zu bewegen, sage ich mal, für die bringt Ärgern auf jeden Fall was. Okay, ich hoffe, das war wieder interessant. Ich fand es interessant und jetzt sind wir auch fast bei 50 Minuten. Und ich muss da wieder andere Videos machen außer Text. Bis dann, tschüss.